Tag. 23 Grad haben wir es heute nur. Und das Wohnzimmer sieht wieder wunderschön aus. Liane hat ihr Zeug weggepackt und die ist auch unterwegs zum Post Office. Sie hat mir wieder irgendwas verkauft und noch Milch besorgen und sowas. Ich habe überlegt, zum Foxgrove Park zu fahren, denn in 3 Wochen schließt der ja für die Fishing-Saison bis zum April des nächsten Jahres. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und ich wollte nochmal gucken, ob ich eine riesen Striper-Packung habe oder einen Karpfen oder einen dicken Barsch oder sonst irgendwas zum Essen. Denn heute Abend gab es nur Brot mit dem Fleisch, was die Liane vor einer Woche hergestellt hat, damit ich hier nicht vom Fleisch falle, während sie weg ist. Da gibt es heute Pulled Pork, aber alternativ natürlich Fisch, den ich fange. Mal sehen. So, jetzt mache ich mich mal fertig und fahre dahin. Und eventuell fahre ich noch an bei Walmart vorbei und hole mir ein paar dicke Würmer. Oder irgendwas. Mal sehen. Also jetzt muss ich ein bisschen Zeug zusammenpacken, denn das ganze Angelzeug ist im Auto und da muss ich mal ganz schön rumkramen, bis ich da die Sachen, die richtigen Sachen zusammen habe. Denn gestern ging es ja ans Meer und da waren die ganzen Meeresangelsachen im Vordergrund und jetzt muss ich wieder alles umpacken. Sonnig, sehr windig und der Yosemite Park brennt. Hat die Liane mir vorhin gerade erzählt. Da geht es weder rein noch raus in den Park, denn da ist ein riesiges Feuer am Start. Und das kann hier natürlich auch passieren, immer wenn es warm ist, nicht bewölkt und es sehr stark weht. Ja, mal gucken, ob das bei dem Wind überhaupt Spaß macht. Mal sehen. Ja, die Liane hat auch wieder Sachen mitgebracht aus Indiana. Und zwar natürlich Knoppers und diese alternative Schokolade von Aldi, die so ähnlich ist wie Joghurette. Und wenn man keine Joghurette hat, auf jeden Fall sehr gut schmeckt. Also vom Geschmack her schmeckt die eigentlich wie die Joghurette, nur vom Mundgefühl her halt nicht so ganz. Hatte wieder ohne Ende mitgebracht, obwohl ich ja eigentlich abnehmen wollte und nichts essen wollte. Aber jetzt muss sie gegessen werden. Bin unterwegs, fast 4:30. 24 Grad haben wir es und es ist irgendwie zwischen kühl und warm. Genau dazwischen. Oh ja, der Wind ist ganz schön stark, aber was geht's. Latschen wir da mal hin und schauen uns die Sache an. Auf geht's. So, da sind wir mal wieder. Und da waren es gerade 2. Die nehmen wohl Wasserproben. Neben der Baustelle hier. Wäre ja mal ganz interessant zu wissen, ob was für eine Kontamination die hier das Wasser checken. Naja, keine Zeit, mich großartig mit denen zu unterhalten. Ich schien noch keinen großen Bock zu haben auf irgendeine Kommunikation. Von daher, auf geht's. Okay, das Wasser ist wieder höher, keiner ist hier. Ich sehe die ersten Fische springen hier. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber es ist windig und das gefällt mir gar nicht. Also ich hatte gerade schon mal einen Biss auf die Striper-Route, aber kleiner Babybarsch zu Beginn. That's alright. Damn, der Daumen, der funktioniert immer noch nicht so, wie er soll. So, ich habe wieder auf die Striper-Route gewechselt, weil die am Springen waren. Die beißen ja recht früh heute, wenn das ein Striper ist. Ich weiß es noch nicht genau, aber irgendwas habe ich hier. Oh ja, ein Striper. Das war nicht super groß, aber schöner Fisch. So wie ich das sehe von hier aus. Echt etwas zu klein, aber schöner Fisch. Nice. What a beauty, hä? Schöne Fische. Okay, ich bin links vom Zaun, weil ich da das Springen gesehen habe. Das kann aber kein großer sein. Ich weiß auch nicht. Der kämpft gar nicht. Muss ein normaler Barsch sein, ne? Ja. Der kämpft wie ein normaler Barsch. Big Mouth. Schöner, aber
Bewertung. Ja. Komm. Nice. Normaler Barsch auf den Striper Lure. Beautiful fish. Der Wind scheint echt gut zu sein. Habe ich schon nicht gesehen. Ist wahrscheinlich wieder ein normaler Barsch, aber ich weiß es noch nicht. Scheiße. Okay. My friend. Boah, das ist aber ein fetter, ey. Halleluja. Wow. Den müsst ihr eigentlich mal wiegen. Ist ja riesig. Da hinten fangen die Striper an zu springen. Oh, der ist ja echt groß, Mann. Mann. Wie groß der ist, ey. Oh mein Gott. Was für ein riesiger Fisch. Okay, Zeit ihn freizulassen. Wow. Ey, mach keinen Scheiß. Oh nein. Jetzt ist er echt in dem Busch da drin. Worst Case Szenario, ey. Will ich den Fisch und meinen Köder. Ja, ich spüre den Fisch noch. Nachher ist er dran. Ey, bitte schwimm aus dem verfluchten Geäst raus. Ja, er ist noch dran. Aber hängt halt genau im Busch. Komm, schwimm weg. Mann. Verdammt nochmal. Der hängt im Busch. Ich krieg den nicht raus. Hat sich die Schnur verhängt. Verdammt nochmal. Ist das wieder einer der so normalen Barsche? Ja, ist noch dran, aber. Verdammt nochmal. Ich krieg die Krise. Komm, schwimm weg. Dahin zu schwimmen. Oh, komm schon. Die beste Beißzeit ist jetzt. Ich habe hier Probleme mit dem blöden Fisch in dem Ast. Mann! Extrem nervig. Was mache ich denn jetzt? Oh, fuck my life.
Ist der noch dran? Jetzt weiß ich nicht, was mehr, ob der Fisch noch dran ist. Und überall springen die Fische. Beste Beißzeit. Und ich hänge hier rum. Aber es ist der letzte 10-Dollar-Lure von Amazon. Den kann ich nicht verlieren. Mann, ist das nervig. Ich ziehe zusätzlich noch an diesem kleinen Ast da. Ey, echt jetzt? Wie geht das denn? Richtig versauen. Fische beißen ohne Ende und dann muss er hier Recovery-Arbeit leisten. Oh Mist. Was ist das für ein komisches Geäst hier? Wie kann das da drin hängen? Boah, ist das nervig. Unglaublich. Wenigstens aus dem Geäst raus. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich meinen Köder wieder kriege. Das ist übrigens alles gelohnt, aber noch sehe ich das nicht passieren. Ey, was ist das denn für ein blöder Ast, ey? Wieder in dem Ding. Was ist das hier für ein Kack? Ich fliege gleich noch meine ganze Angelroute, sehe ich schon. Oder ich falle ins Wasser. Das ist ja auch geil. Thank you.
Fisch ist auch noch dran. Aber wie kriege ich den? Das gibt's doch nicht. Boah, ist das nervig. Fische springen wie bescheuert. Ich kämpfe hier immer. Striper hier. Oh mein Gott, wenn ich im Nacken gehakt habe. Mein Gott. Okay, soll ich dich mal kurz laufen? Du hast mich ganz schön Nerven gekostet, Mensch. Oh. Okay. Mission erfolgreich. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht da in dieses komische Gestrüpp springen. Schwimmen. Boah, war das nervig. Das waren 20 Minuten oder was weiß ich wie lang. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe meinen Lure wieder und den Fisch war auch noch dran. Je jünger, je doller, wa? Mann, das ist aber der kleinste Striper, den ich je gefangen habe. Ich weiß nicht noch. Gut. That's a nice one. Come on. Ist meine blöde Pose hier im Weg, ey. That's a nice one. Okay. Der ist fett. Kann ich gar nicht essen. Wollte ich die Lien. Aua! Freut sich die Lien. Ich den mitdringen. Diese blöde Pose, Mann. Okay, ganz ruhig. Der ist auf jeden Fall fett. Ich nehme mal mit. Ich weiß nicht mehr noch. Wieder ein bisschen größer, glaube ich. Nicht mehr schauen. Ja, sieht so aus. Mal gucken. Die sind aber auch hungrig heute. Ist ja Wahnsinn. Was ist denn das? Oder habe ich das einen Karpfen gesnackt? Ne, das ist ein Strap. Ein schöner.
machen sie dir fett. Er ist nicht so groß wie der andere, aber auch schön. Wow. Ich glaube, sie lassen wieder laufen. Das sind einfach so schöne Fische. Wahnsinn. Hä? Es war ein Fisch. Was ist das denn? Hänger? Mitten? Mach keinen Scheiß. Was ist das denn? Was? Erst habe ich einen Biss und jetzt einen Hänger. Mach keinen Mist. Reißt mir der ganze Mist ab. Jetzt ist plötzlich da mittendrin irgendein Obstacle. Noch nicht mal auf dem Grund. Ja, jetzt ist der letzte Köder weg von Amazon, der so gute Ergebnisse gebracht hat. Habe ich zwar wieder bestellt, aber nicht die Farbe. Ich werde wahnsinnig. Die beißen mir bekloppt und ich reiße mir alles ab wieder. Oh, neuer Köder, neues Glück. Neuer Fisch. Oh Mann, nervt mich trotzdem. Wenn er groß genug ist, nehme ich ihn mit. Aber ich weiß es nicht. Ist aber ja, ist wahrscheinlich auch zu dunkel für fürs Video. Was haben wir denn hier? Ah, weiß ich nicht. Ist ziemlich groß. Ich glaube, der ist groß genug. Vorfach dran, deswegen. Ah, was wird er halten? Okay. Au. Oh, ja. Au. Jetzt hängt er natürlich in dem Rappeler mit drei Drillingshaken. Ich weiß nicht, ob der groß genug ist. Ich glaube nicht. Oh, ja. Komm, mach keinen Scheiß, ey. Oh, dammit. Na komm, lass doch nicht laufen. Das war ein fetter. So einen Unterschied gibt es hier zu Bahnübergängen. Und zwar müssen die Bahnen. Die Züge, weil hier so viel passiert ist, müssen hupen, wenn die hier Straßen überqueren. Also ganz am Anfang war ich davon ziemlich überrascht und wenn man ganz nah am Bahnübergang steht, dann erschrickt man sich ganz schön, denn die Hupen sind laut. So, ich bin wieder zu Hause um 8:30 und ja, ich konnte, nachdem ich meinen absoluten Mega-Lieblingsköder verloren hatte, was mich schon wieder tierisch aufregt, mit diesem Rappala-Köder noch weitere fangen. Aber wie man sieht, haben die den ersten, also sind drei Drillingshaken normalerweise dran, haben die den ersten Drillingshaken komplett abgerissen, den zweiten nach außen gebogen, den dritten, wie kann man als Fisch Drillingshaken so komplett verbiegen. Naja, auf jeden Fall der Fisch, der liegt hier in der Sink, hier im, was heißt denn Sink? Liegt hier auf jeden Fall in der Küche. In der Spüle, müssen wir sagen. Und der ist nur 1,5 Inch länger, also 4-5 cm länger. 22 Inch ist der, aber 700 Gramm, beziehungsweise 0,7 Pounds ist der schwerer. Also ist auf jeden Fall fetter und auf jeden Fall neuer Rekord, Striper, aber natürlich immer noch mehr oder weniger. 55,8 cm ist dieser Striper lang. Also auf jeden Fall neuer Rekord, aber ja, ein Lu hat er mich gekostet.
Aber es war ein geiler Angeltag. Oh mein Gott, die haben so gebissen. Und die fetten Barsche auch. Oh Mann, super cool. So, das war wieder ein ganz schönes Drama. Eigentlich wollte ich das Lien machen lassen, aber dann wäre wahrscheinlich noch weniger üppig geblieben. Der Fisch ist filetiert. Und hier, das ist das Ergebnis. Eine Schale voller Fleisch. Und wir haben ein neues Gerät. Das hat die Lien aus Indiana gebracht. Und das werden wir dort austesten. Und das ist das Gerät. Und das ist die Beer Butter, selbst gemacht von der Lien. Und was ist das für ein Gerät? Ein Airfryer. Ein Airfryer. Das ist super beliebt oder popular. Das soll wohl super beliebt sein und auch gesünder, denn es wird, es ist, man kann halt fryen damit, also frittieren, aber ja, es benutzt sehr wenig Öl und super heiße Luft. Ja, das stimmt. Also das hat sie mitgebracht aus Indiana, das ist ein Riesengerät. Und das werden wir natürlich jetzt mit dem Fisch ausprobieren. Aber wieder in Bierbutter. Das war ja jetzt erstmal so super geil knusprig und lecker. Und ja, jetzt wird der Fisch noch ein bisschen in normalem Wasser eingelegt, denn der ist halt ein bisschen müffelig. Und ist noch voller Schuppen, denn das Ding hat unheimlich viele Schuppen. So. Und das, für mich heißt es fast, unter die Dusche zu gehen. Ja, ich habe mir leider meine Finger hier mit der Schnur überall eingerissen. Aber gut. Also wenn die Fische so gut beißen, dann gehe ich mit der Lien morgen nochmal zusammen hin und fange nochmal zwei. Wenn das wirklich gute schmecken sollte. Ansonsten ist es natürlich zu schade. Ich hätte den Barsch auch mitnehmen sollen und vielleicht noch einen Striper. Ich habe ja 7, 8 schöne große Striper heute gefangen. Das war ja wirklich der Wahnsinn. Der einzige Aufreger war natürlich, dass ich den Lure verloren habe. Naja, ich habe ja diesen Rappaler, der funktioniert ja. Ich muss da nur neue Drillingshaken dran machen. Denn die sind zu schwach. Ja. Und dann überlege ich mir, wie ich irgendwie an diese Stelle tauchen kann, um die ganzen Lures zu recovern. Aber es funktioniert wahrscheinlich nicht, denn die Strömung ist ziemlich hart und wenn da irgendwelche komischen Obstacles im Wasser sind, ist das wahrscheinlich ein bisschen tricky. So, das sind die Filets. Diesmal. Sieht auf jeden Fall besser aus, was allerdings verschiedene Reasons hier Ursachen haben kann. Erstens ist das der zweite Striper, den ich filetiere. Des Weiteren, ja, war der ein bisschen größer. Okay, aber das ist heiß. Was ist heiß? Diese. Es ist preheated. So, heiß. Also ich bin mal gespannt, was die Lien hier zaubert mit dem komischen Bierzeug und mit diesem komischen Airfryer, was ich vorher noch nie im Leben gehört habe. Also in meinen Augen kann das gar nicht funktionieren. So sieht das aus, wenn das in dem Luft, in der Luftfritteuse frittiert würde. Natürlich nicht so braun und knusprig und ölig, aber soll wesentlich gesünder sein. Und? Keine Ahnung, jetzt wird es noch probiert. Keine Ahnung. Der Fisch schmeckt richtig gut. Der ist so nur ganz stellenhaft knusprig. Also man kann das im Mund jetzt nicht identifizieren auf Anhieb, ob das eine Gräte ist oder Knusper. Wie kennen ihr deine Fäden? Ja, das stimmt. Aber da ich das natürlich so gut filetiert habe, ist natürlich keine Gräte drin. So, dieses Mal, der weitere Unterschied ist, ich habe den Fisch diesmal ausbluten lassen. Das heißt, sobald er frisch gefangen wurde, schneidet man durch die Kiemen. Und während das Herz noch pumpt, pumpt der Körper dann das Blut aus. Das macht man hier in Amerika scheinbar so. In Deutschland natürlich ein Unding, da wird er natürlich erst auf den Kopf geklöppelt, ne, damit er bewusstlos wird und dann Herzstich oder sowas. Hier, nee, da muss das Herz schön pumpen, während er ausblutet. Und das habe ich heute gemacht. Das wird empfohlen bei allen möglichen Fischen. Und also der Fisch schmeckt wunderbar. Nicht fischig. Nein, das ist lecker. Und der sieht auch gut aus. Ich meine, die... Mit dem Airfryen, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich habe, das ist ja hier eine Panade. Und wenn man die in Öl schmeißt, es gibt nichts über Panade direkt in Öl. Ich denke,
Eier erste und dieses Mal ich habe kein Eier, aber Eier und dann ist nicht dripping. Was ist dripping? Ah ja. So, die Panade ist während des Luftfrittierens einfach vom Fisch gefallen, mehr oder weniger, runtergelaufen. Dennoch, und ich wiederhole mich nur ungern, aber nicht denke schlecht. Ich, frittieren in Öl ist immer noch besser. Mal sehen. Aber das ist mehr gesund. Ja, ist natürlich gesund. kurz vor 12 bereits. Ich glaube, es ist Zeit für eine kurze Dusche. Und die Lerne hat rausgefunden, die hat alles falsch gemacht, mehr oder weniger. Also die hat den Airfryer falsch benutzt. Man muss das anders coaten, sonst fällt die ganze Panade ab und trocknet den Fisch aus und man hat keine Panade mehr. Das schmeckt irgendwie knusprig, aber trocken und so weiter. Aber das ist nur eine weitere Motivation, nochmal Fisch zu fangen. Ich muss nochmal angeln gehen. Lien ist krank. Sprich mal was. Hallo? Ja, man hört es eigentlich schon bereits, denn die Stimme ist ziemlich nasal, also ist sie auf jeden Fall krank. Nicht so krank, ein bisschen krank. Das ist ein Kalt. Ich habe mich ein Kalt. Erkältet. Oder ich habe eine Erkältung. Nein, das ist nicht was. What? Ich spreche. Ich habe gesprochen. It was not what I said, it's what I'm trying to say. Gesagt. Okay. Ich war's nicht gesagt. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. 16 Grad haben wir es draußen. Und hier drinnen 23. Was sich asig kalt anfühlt. Insbesondere dann, wenn die Dusche oder das Wasser in der Dusche nicht mal so schnell warm wird oder nicht auf Anhieb warm wird, sondern erstmal Ewigkeiten braucht, bis es sich auf angenehme Temperatur aufgeheizt hat. Super nervig. Also Winter und sogar Herbst ist ja ganz schön schattig. Das einzig Gute ist, die Mücken sind nicht mehr so zahlreich und man schwitzt nicht mehr so asig during the day, tagsüber. Und kriegt nicht mehr so schnell einen Sonnenbrand. Aber ansonsten eigentlich nur Nachteile.